Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar heute mit dem Shakun TK5M RGB. Das ist ein Gehäuse, das ist in der Preisklasse so um die 65 Euro. Das schwankt immer so ein bisschen. Das schauen wir uns heute mal an. Ja, ich weiß, ihr denkt euch wahrscheinlich, boah, schon wieder ein Gehäuse-Review. Aber so ist es halt. Also als kleiner YouTuber kriegt man hauptsächlich solche Sachen wie Gehäuse und so. Und da lässt sich auch immer ziemlich viel zu erzählen. Das finde ich ganz geil. Ich achte aber heute darauf, dass das Video nicht ganz so lang wird. Kommen wir erstmal zu der allgemeinen Designfrage. Ja, ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, es ist aber mal was anderes. Und man muss halt beachten, dass bei diesem Case 4 RGB-Lüfter vorinstalliert sind mit diesem Ring. Man sieht das hier vorne gerade so ein bisschen. Ich zeige das natürlich hinterher noch richtig. Und es hat eine Mesh-Front, was ich mir auch immer wünsche. Die Front, da muss jeder selber mit klarkommen. Ich finde es irgendwie, naja, es ist mal was anderes. Es ist nicht so flach, es ist ein bisschen abgerundet. Man sieht es auch hier, das ist wie so ein, ja, wie so Schlauchbootlippen irgendwie, ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber wenn euch das gefällt, wäre es vielleicht eine Option für euch, gerade weil es eben eine Meshfront hat. Und da lege ich persönlich immer sehr viel Wert drauf. Was die Anschlüsse hier oben angeht und die Knöpfe natürlich, Ein- und Ausschalter, Reset-Knopf ist jetzt nichts Neues, Kopfhörer, Mikrofonanschluss, zweimal USB 3.0 und USB Typ C 3.2. Hat auch nicht jedes Case, finde ich schon mal ganz nice, ist also etwas moderner. Und was ich auch ganz nice finde, dass die hier nicht irgendwie auf Acryl oder so setzen, sondern das ist wirklich eine Glasscheibe und das ist auch deutlich stabiler und auch deutlich schwerer und wertiger natürlich. So eine Plexiglasscheibe zum Beispiel, die zerkratzt sehr gerne, hier ist das natürlich dann nicht der Fall. Wenn wir uns das hier oben nochmal kurz anschauen, hier haben wir auch einen Staubschutz, also so einen magnetischen Staubfilter, den kann man abnehmen. Und hier kann man noch 220er Lüfter einbauen, wenn man das möchte. Hier haben wir es noch ganz klassisch gelöst mit diesen beiden Schrauben, die man einfach abmacht und dann kann man die Seitenscheibe halt einfach rausnehmen. Und man sieht hier auch, das Glas ist komplett mit so einem Metallrahmen eingefasst. Hier unten natürlich nicht, weil es da aufliegt. Aber das ist auch relativ selten, weil in dieser Preisklasse hat man das häufig so. Man hat eine Glasscheibe, dann sind da einfach nur vier Löcher drin, dann schraubt man die fest. Hier haben wir wirklich so eine Metallverarbeitung dran, wo man dann hier vorne diese Ösen hat, die man dann einfach da oben reinschiebt. Schauen wir uns das Innere an, haben wir hier eine sehr schöne große Aussparung, sprich wenn ihr hinterher noch irgendwie eine Backplate verbauen wollt und die nicht von vornherein bei dem Mainboard irgendwie festmacht, habt ihr auf jeden Fall genug Platz, die einzusetzen. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier habt ihr noch zwei weitere Plätze für diese 2,5 Zoll SSDs, hier kann noch ein Lüfter verbaut werden für Festplattenkühlung zum Beispiel. Was ich hier noch dazu sagen muss, bei den Lüftern ist erstmal grundsätzlich so ein Adapterstück draufgesteckt mit einem Molex-Anschluss, 12 Volt. Sprich, wenn ihr das darüber anschließt, laufen die Dinger auf vollen Touren, die ganze Zeit. Ich würde euch empfehlen, kauft euch noch irgendwie einen Verteiler für PWM und dann könnt ihr einfach hier diesen Stecker abmachen, das auf den Verteiler setzen und dann könnt ihr die auch ansteuern, das passt dann schon. Man kann das jetzt halt positiv auslegen oder negativ. Das müsst ihr entscheiden. Also grundsätzlich ist halt für zwei Lösungen gesorgt. Wenn das jetzt direkt nur ein Molex gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist Mist. Aber ihr habt halt die Möglichkeit, mit einem entsprechenden Verteiler das noch anders anzusteuern. Die Rückwand lässt sich natürlich ebenfalls mit diesen beiden Schrauben einfach abdrehen. Und schauen wir uns das jetzt mal an, seht ihr schon einen ganzen Kabelstrang, der hier rauskommt. Das ist natürlich unter anderem für die Audioanschlüsse und USB-Anschlüsse, die hier oben auf dem Panel drauf sind. Hier habt ihr noch einen RGB-Verteiler. Leider nur für diese vier RGB-Lüfter halt. Sprich, wenn ihr jetzt noch weitere Lüfter einbaut, müsstet ihr noch einen Verteiler einbauen oder eben genug Anschlussmöglichkeiten auf dem Mainboard finden. Aber ihr seht hier schon, kabelmanagementtechnisch ist nicht so viel los. Also ihr habt hier so einen ganz kleinen abgesetzten Bereich und da müsstet ihr dann irgendwie eure Kabel ja, unterbringen. Das ist bei solchen günstigen Gehäusen leider sehr oft der Fall, dass ihr einfach nicht viel Platz habt, um irgendwelche Kabel zu verlegen. Da lohnen sich natürlich modulare Netzteile, dass man nicht so viele Kabel hat. Ansonsten stopft man den ganzen Scheiß halt hier unten rein. So ist es halt einfach. Und wo wir gerade dabei sind, hier unten haben wir einfach so einen Festplattenslot. Das kann man so rausziehen. Hier kann man quasi eine Festplatte einsetzen. Hier sind jetzt die Schrauben und so vom Gehäuse drin. Ihr könnt hier noch zwei große HDDs verbauen. Einmal oben drauf und einmal natürlich in dem Schacht selbst. Hier unten kommt das Netzteil rein. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an zu bauen. In dem Karton war übrigens noch so eine Ersatz-Slotblende drin, eine Schraube, ja, sehr wahrscheinlich irgendwie für die Gehäusewände, wenn man mal irgendwie eine verdüdelt. Und hier haben wir halt so ein paar Schrauben für Mainboards und so weiter. Was ich aber ganz cool finde, ich habe euch eben was gezeigt. Und zwar kann man hier ja einen Lüfter draufsetzen. Das geht natürlich nur, wenn ihr den Lüfter oben draufsetzt und dann diese langen Schrauben nehmt und die da reinschraubt. Und die liefert Shakun tatsächlich schon mit. Sind genau vier Stück, genau für diesen Lüfter gedacht. Da könnt ihr also theoretisch noch einen einsetzen, wenn ihr wollt.
Wir bauen jetzt gleich als erstes das Netzteil ein. Das ist das PK650D von Deepcool. Das liegt aktuell roundabout bei 60 Euro. Ist ein Bronze-Netzteil, wie gesagt mit 650 Watt, reicht für das System ganz dicke, weil es ein Ryzen 3600 ist und eben eine GTX 760, die mir auch freundlicherweise von Kante Kete zur Verfügung gestellt worden ist, die ich da verbauen kann. Weil der PC, der ist für eine Freundin von mir, die braucht einfach eine kleine Daddelkiste und dann bekommt sie die halt hinterher. Und in dem Fall hatte ich einfach Deepcool angeschrieben und die sagten dann, jo, alles klar, du kriegst ein Netzteil von uns, kannst du dann da drin verbauen. Wunderbar, wie gesagt, reicht auch für das System. So sieht die ganze Geschichte verpackt aus. Ihr seht schon die ganzen Kabel, es ist halt kein modulares Netzteil, ist aber in dem Fall auch egal, ist ja kein High-End-System, sondern wirklich, ja, schon Low-Budget. Ihr bekommt wie immer den Kaltgerätestecker mit dazu. Und dann haben wir auch hier schon das Netzteil. Hier seht ihr auch schon das Thema mit der Modularität, aber wie gesagt, für 60 Euro in dem Preisbereich ein modulares Netzteil zu erwarten, da kriegt man zum Beispiel bei BeQuiet gerade mal ein System Power für und die sind auch nicht modular. Und ich weiß, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, ich finde es aber irgendwie erwähnenswert, der Knopf ist einfach türkis. Das ist dieses typische Deepcool-Türkis, ich finde das irgendwie geil. Und auch wenn es nicht modular ist, was ich ganz cool finde, es sind Flachbandkabel. Die könnt ihr in so einem Gehäuse natürlich deutlich besser verlegen als diese dicken, ummantelten Kabel. Und ist auch kein Ketchup-Senf oder so, sondern wirklich einfach nur schwarz. Finde ich schon mal gut. Natürlich sind die Schrauben zum Befestigen auch direkt mit dabei. Und bevor ich das Netzteil einbaue, wollte ich euch einfach nochmal zeigen, hier ist natürlich auch dieser Staubfilter da unten drin, den könnt ihr dann einfach von außen rausnehmen beim Gehäuse. So, das Netzteil ist soweit drin, jetzt begeben wir uns an das Mainboard. Also ich hatte mir erst überlegt, hier oben eine I.O. einzubauen. Ich glaube, ich werde den Lüfter, der hier hinten vormontiert ist, jetzt einfach nach oben versetzen und die I.O. hier hinten reinmachen. Sieht halt einfach auch besser aus. Also ich habe den Lüfter jetzt mal hier dran geschraubt, der ist noch nicht ganz auf Anschlag, ihr habt hier noch ein bisschen Platz. Jetzt habe ich mir das Ganze mal hier angeguckt und wenn ich jetzt noch einen zweiten hier dran halten würde, das ist jetzt einfach ein Arctic, der hat ja die gleiche Größe, habt ihr hier auf jeden Fall noch genug Platz, also eine 240er Wasserkühlung sollte auf jeden Fall hier oben in das Case reingehen. Und auch bei diesem Case war es einfach so, dass die Abstandshalter, die hier hinter den Schrauben sind, schon vormontiert waren für ATX. Weil Micro-ATX und ATX, das unterscheidet sich meistens noch so ein bisschen, da hat man hier noch irgendwelche drunter. Die fehlten aber, die kann man natürlich noch nachträglich umschrauben, aber hier war es auf jeden Fall so vorgegeben. Jetzt könnte man natürlich meinen, boah, sieht das knapp aus hier oben, aber es dürfte auf jeden Fall passen, weil diese Lochabstände natürlich von dieser Außenwand ziemlich weit weg sind. Also die werden schön nach außen geschoben und dann kommt er auch hier oben immer an diesen Spannungswandlerkühlern und so vorbei. Das geht schon, also eine Wasserkühlung würde auf jeden Fall noch reingehen. Erinnert ihr euch noch? Das ist die Wasserkühlung, mit der ich versucht habe, den 5800er Ryzen zu kühlen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Für den Ryzen 3600 geht das natürlich. Ich habe sie jetzt eh noch übrig, deswegen kommt sie jetzt da rein. Bevor ich jetzt die Wasserkühlung da reinschmeiße, mache ich den CPU-Stecker natürlich drauf, weil ich sonst kaum noch Platz habe da oben drin. Es ist hier einfach so, hier ist auch alles schön angegeben. Wir haben 2x8 Pin, also Vollbestückung für jedes Mainboard. Und das schließen wir jetzt einfach da oben an. Natürlich muss ich den jetzt nicht voll bestücken. 1x8 Pin reicht auch. Und man sieht auch einfach, wie viel Platz man noch hätte von dem Flachbandkabel her. Es ist auf jeden Fall lang genug für alle gängigen Gehäuse. Das passt da locker rein. Aber eins sage ich euch, ich vermisse hier was. Und zwar fehlt mir hier oben ein Loch. Also, was heißt, es fehlt mir? Ich kenne es von anderen Gehäusen, dass die hier oben nochmal so zwei Langlöcher oder so haben. Die haben jetzt hier hinten nur dieses eine in der Ecke, was man sowieso kaum sieht. Oder eben hier das hier an dieser Seite. Hier oben fehlt mir das irgendwie. Finde ich ein bisschen schade. Und hier ist jetzt genau dieser Punkt, den ich meinte. Wir haben jetzt hier diese Backplate und wir haben hier auf jeden Fall genug Platz in dieser Aussparung, dass wir die Backplate jetzt einfach da reinsetzen können. So, die 120er Wasserkühlung ist drin. Jetzt seht ihr da oben aber auch, was ich meine. Ich musste die Kabel jetzt irgendwie da reinstopfen. Mir hätte es besser gefallen, wenn da jetzt ein Loch gewesen wäre, dass ich die Kabel nach hinten ziehen kann. Ja, ich weiß, die meisten werden mich jetzt erschlagen. Es ist G-Skill AEGIS RAM. Aber ich habe ihn halt gesponsert gekriegt. Also jetzt nicht von G-Skill, sondern von meinem Cutter, damit wir dieses System hier auf die Beine stellen können. Und von daher nehme ich das jetzt auch einfach. Ist ja sowieso ein Low-Budget-System, da kann der ruhig noch rein. Ist halt für lau. Was soll man machen? So, der RAM ist jetzt auch verbaut. Jetzt gehen wir ans Verkabeln. Dann kommt hier noch die Grafikkarte rein. Und ja, dann können wir eigentlich schon schauen, wie das ganze System aussieht. Aber eins muss ich Shakun ja lassen, ne? Die haben das Kabel von dem RGB-Splitter und auch von den Lüftern und so lang genug gemacht. Das könnt ihr überall im Gehäuse verlegen, wo gerade der Anschluss am Mainboard ist für RGB. Und gut, das Stromkabel hätte gar nicht mal so lang sein müssen, aber nice to have. So, das Kabelmanagement ist soweit gemacht. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben. Ich habe zumindest die Kabel soweit hier erstmal auch festgemacht. Bin echt happy, dass das Netzteil auch Flachbandkabel hat.
weil ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt diese runden Kabel wären, dass es dann ein bisschen eng wird. Das Blech, was hier drauf kommt, hat zwar noch so eine Aussparung, ich zeige euch das mal. Ihr seht hier dieses Profil, diese Kante. Natürlich passen dann noch mehr Kabel dahinter, aber es ist wirklich wenig Platz in dem Case, muss ich wirklich sagen. Klar, es ist ein 65-Euro Case. Was soll man da großartig noch erwarten, ne? Bei Shakun bekommt man allgemein sowieso das, was man zahlt. Wenn man sich jetzt so ein CA300H anguckt, da ist schon deutlich mehr Platz. So, und jetzt bauen wir hier noch die Grafikkarte ein. Die Kabel habe ich mir hier schon zurechtgelegt und dann schauen wir mal, wie die ganze Kiste aussieht. Also das hier finde ich jetzt auch nicht so toll. Das sind diese rausklippbaren Bleche. Normalerweise werden die geschraubt. Hier sind die so, ja, rausbrechbar. Finde ich immer ein bisschen schade, weil wenn man jetzt die Grafikkarte mal irgendwie ausbaut, hat man ein Loch hier hinten drin. Ich weiß nicht. Muss nicht unbedingt sein. Man muss natürlich die Preisklasse, wie ich eben schon gesagt habe, im Auge behalten, aber sowas muss trotzdem nicht sein. Guten Morgen, Tag 2. Ich habe mich bis gestern Abend um 1 Uhr noch hingesetzt, weil das Board, was ich hier gekauft habe, gebraucht, dieses hier, das Strix-Board, ist defekt. Es springt gar nicht erst an. Das heißt, ich musste das Board wieder rausnehmen, die Kabel wieder umklemmen und habe jetzt wieder ein wunderschönes Micro-HTX-Board drin, weil das das Einzige ist, was ich hier halt noch rumfliegen hatte. Habe aber im gleichen Atemzug auch noch den Lüfter, den ich vorher nach oben gebaut hatte, um euch zu zeigen, wie das mit der Wasserkühlung ist, jetzt einfach nach hinten gebaut. Sieht einfach besser aus. Und das habe ich auch schon getestet und das funktioniert auch. Und jetzt kann ich euch das Endergebnis zeigen, wie das Gehäuse aussieht, wenn man jetzt die ganze RGB-Geschichte und so einschaltet. Hier sieht man auch schon, die ganze Sache funktioniert und jetzt zeige ich euch mal das Case. Hier haben wir die vorinstallierten Lüfter, die auch bei dem Case mit dabei sind, diese 3 Stück. Die habe ich jetzt über 12 Volt angeschlossen, ohne Verteiler. Die laufen jetzt auf vollen Touren, aber ich habe wieder mit dem Dezibel-Messgerät das versucht zu messen und irgendwie, naja, hört man kaum was. Also es ist relativ leise, nicht extrem leise, wie zum Beispiel jetzt diese Noise-Blocker, aber wenn man jetzt mit einem Headset zum Beispiel spielt, funktioniert das eigentlich ganz gut. Und hier sehen wir jetzt auch so einen RGB-Lüfter mal in Nahaufnahme. Ich finde die eigentlich ganz schick. Haben ein bisschen was von Corsair. Wenn man so an die Corsair-Dinger denkt, hier mit diesem Ring und so. Und es ist ja auch so, wenn man diesen Reset-Knopf, den man hier oben hat, umklemmt auf den RGB-Verteiler, kann man das Profil durchschalten. Das machen wir jetzt einfach mal. Also ihr seht, wir haben genug Profile, was das RGB angeht. Ich werde auch gleich nochmal das Licht ausmachen, dass man es nochmal richtig sieht. Ich mache jetzt hier wieder die Glasplatte drauf, die Rückplatte ist schon drauf. Und dann machen wir mal diesen Airflow-Test mit meiner E-Zigarette. Also man sieht auf jeden Fall, da geht gut was durch. Klar, für die Komponenten, die jetzt da drin sind, ist das eh uninteressant. Ein 3600er Ryzen und die 760er GTX, die haben jetzt nicht die krasse Abwärme. Aber finde ich eigentlich ganz geil, dass die, wie gesagt, dabei waren, die 3 Lüfter, beziehungsweise die 4 Stück. Einer ist ja noch im Heck, den habe ich jetzt einfach auf die Wasserkühlung geschraubt, weil es einfach besser aussah, habe ich ja eben schon gesagt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt noch im Dunkeln anschauen, klar, auf der Kamera kommt es jetzt nicht 1:1 rüber, sieht es aber schon ganz nice aus. Gerade mit diesem Rainbow-Effekt, wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz durchschalten und vielleicht irgendeine statische Farbe nehmen. Wenn wir jetzt hier so ein statisches Blau haben, sieht es eigentlich auch ganz cool aus. Aber ich fand Rainbow ehrlich gesagt noch ein bisschen besser. Und jetzt noch ein paar abschließende Worte zu dem Case. Also für den Preispunkt ist es okay. Kabelmanagement technisch kann man es durchaus verbessern, indem man einfach ein bisschen mehr Platz lässt hinten hinter der Gehäuserückwand von dem Mainboard. Was mir persönlich auch gefehlt hat, war wie gesagt oben über dem Mainboard noch ein weiteres Loch, dass man die Kabel besser verlegen kann. Und dann eben noch diese Thematik mit diesen Slotblenden. Ich hoffe, man erkennt es jetzt einigermaßen wegen der Glasscheibe. Natürlich war eine Ersatz-Slotblende mit dabei, was ich auch gut fand, weil durch das ATX-Board und das Micro-ATX-Board hat sich quasi die Grafikkarte um einen Slot nach oben versetzt. Das heißt, ich hatte hinten ein Loch. Zum Glück war eine Abdeckplatte noch dabei, die konnte ich jetzt da reinschrauben, das war okay. Aber alles in allem kann man durchaus sagen, ja, das Case ist in Ordnung. Kann man machen für den Preispunkt. Ich wüsste jetzt auch kein Case, was irgendwie um die 65 Euro kostet, was das Ganze irgendwie besser machen würde. Bestimmt gibt es irgendwo ein Case, was über dem Mainboard noch ein Loch hat zum Kabel verlegen, aber da will ich jetzt nicht drauf rumreiten. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und lasst mir ruhig mal eure Meinung in den Kommentaren da. Mich interessiert das immer. Vielleicht kann ich auch noch irgendwas besser machen, wie zum Beispiel die Beleuchtung. Weiß ich. Ich habe mir jetzt Baustrahler bestellt tatsächlich, damit das hier alles ein bisschen heller wird. Das liegt an diesen schwarzen Wandpaneelen. Die fressen sehr viel Licht. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.